Christian Nüsser. Sie treten an für die Freien Demokraten im Wahlkreis Köln 5, vor allem Porz, aber auch Poll im rechtsrheinischen Köln. Stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Christian Nüsser, ich bin 22 Jahre alt, studiere hier in Köln Rechtswissenschaften. In meiner Freizeit schlägt mein Herz für den 1. FC Köln und für den Karneval ganz besonders. Und ich freue mich, dass die Freien Demokraten mir die Gelegenheit gegeben haben, bei dieser wichtigen Landtagswahl als Kandidat vorne zu stehen. Wenn Sie schon den Karneval sagen, mehr in Porz oder hier so richtig im Kölner Innenstadtbereich? Ich bin seit vielen Jahren Mitglied in einem der großen Kölner Traditionschors. Habe dementsprechend dann natürlich auch viel zu tun während Karneval, viele Auftritte, wenn es sich einrichten lässt, neben der Politik, bin ich da immer gern unterwegs. Da verschlägt es uns natürlich auch mal nach Porz, wenn ich Zeit habe. Gibt es auch in Porz immer schöne Veranstaltungen, wo ich gerne hingehe. Aber Hauptzentral ist dann doch eher hier im Innenstadtbereich. Gut, dann wollen wir jetzt die Farben nicht verraten. Wo sind denn Ihre politischen Schwerpunkte? Meine politischen Schwerpunkte sind zum einen das Thema Verkehr. Wir haben ja in NRW 388.000 Kilometer Stau im Jahr, 218.000 Stauereignisse. Das muss sich ändern. Zudem auch noch ein anderes Schwerpunktthema von mir ist die innere Sicherheit. Da sind wir gerade in Köln in den letzten Jahren oft gebeutelt gewesen. Innenminister Jäger für mich untragbar mittlerweile. Das ist so mein zweites Anliegen. Mein drittes Anliegen ist einfach, dass die junge Generation wieder mehr gehört wird. Wenn man sich anschaut, der Altersdurchschnitt im Landtag liegt bei über 50 Jahren. Da stoße ich natürlich mit 22 Jahren deutlich raus. Ich möchte einfach frischen Winter wieder reinbringen und die junge Generation, der jungen Generation eine Stimme geben im Landtag. Wenn Sie jetzt schon die junge Generation ansprechen, das ist richtig, mit 22 sind Sie leicht weit unter dem Durchschnitt. Vielleicht nochmal ein konkretes Ziel. Ein konkretes Ziel ist an der Stelle, sind zum Beispiel die Studienbedingungen an den Universitäten. Die FDP hat ja auch schon ein Konzept vorgestellt. Wir haben eine zu hohe Überlastung des Lehrpersonals. Da muss sich was dran ändern. Nach Abschaffung der Studiengebühren ist das sehr ins Negative gegangen. Und da müssen wir ansetzen, dass das Studieren in NRW wieder erträglicher wird. Jetzt sind Sie ja selbst noch Student. Wenn Sie dann zum Beispiel sagen, dass Sie als FDP wieder für Studiengebühren sind, was sagen Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen denn zu Ihnen? Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man am Anfang sagt, ja, wir bevorzugen Studiengebühren, wir hängen natürlich nicht dran fest. Wenn es andere Konzepte gibt, sind wir dafür natürlich offen. Man muss es immer erklären, wir fordern ja nachgelagerte Studiengebühren. Das heißt, jeder hat weiterhin die Gelegenheit zu studieren. Niemand wird aufgrund des Einkommens der Eltern oder der eigenen finanziellen Situation daran gehindert. Und dann verstehen es die meisten dann auch tatsächlich. Es gibt immer welche, die trotzdem sagen, nee, muss komplett frei sein. Es ist ein Konzeptvorschlag. Wie gesagt, wir sind offen für weitere Vorschläge. Die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Reichen von Verständnis und Zustimmung bis totale Ablehnung. Wenn man jetzt aus Köln nach Düsseldorf in den Landtag geht, noch dazu als Karnevalist, ist ja im nördlichen Bereich von Köln angesiedelt, es gab ja mal so die ein oder andere Nicklichkeit auch. Was möchten Sie für Köln in Düsseldorf im Landtag erreichen? Für Köln möchte ich besonders erreichen, ich habe es vorhin gesagt, eins meiner Schwerpunkte ist das Thema Verkehr. Gerade in Köln ist die Situation sehr angespannt. In meinem Wahlkreis und auch gesamt im Kölner Süden gibt es eine spezielle Situation. Und zwar seit längerem ist dort die Diskussion über eine neue Rheinbrücke im Gange. Ich war im Gespräch mit den Bürgervereinen vor Ort und haben da ganz klar festgestellt, dass wir die Brücke brauchen zur Entlastung im Kölner Süden. Natürlich ist das ein großes Projekt. Das will ich aber vorantreiben und als Zwischenlösung auch eine Umgehungsstraße anpeilen, wie auch gewünscht von den Bürgervereinen. Öffentlicher Personennahverkehr in Porz ist ja auch immer ein Thema. Zündorf, Lange möchte ja gerne die Erweiterung oder die Verlängerung der Linie 7. Wäre das auch ein Thema für Sie? Das ist auf jeden Fall ein Thema für mich. Wir haben das ja auch schon sehr lange, wie Sie gerade sagten, auf der Agenda. Die Verlängerung der Linie 7 ist für mich notwendig. Es gibt ja den Plan, dass erst ab einer bestimmten Frequentierung oder einer bestimmten Anzahl an Anwohnern eine Verlängerung durchgezogen wird. Ich finde, da muss man ein bisschen perspektivischer denken.
auch Zündorf Süd wird ausgebaut werden. Da bin ich von überzeugt, dass da in welchem Umfang auch immer es noch weiter dazu kommt, dass neue Wohneinheiten gebaut werden. Und ich finde, vorher muss eine Infrastruktur stehen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema für mich. Die FDP fordert hier in Köln ja auch besonders, die Park-and-Ride-Stationen auszubauen und auch das Park-and-Ride-System an sich attraktiver zu machen, zum Beispiel durch ein Kombi-Ticket, in dem das Parkticket dann auch als Fahrkarte anerkannt wird.